Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Oh Mann, es ist schon so lange her, dass ich ein YouTube-Video gemacht habe und es ist noch viel länger her, dass ich diese Art von Video gemacht habe, nämlich ein Haul. Aber ich war in Amsterdam und ich habe mir da so viele tolle Stoffe und Stoffzubehör gekauft, dass ich gedacht habe, das wäre doch eigentlich mal wieder sinnvoll, ein Video darüber zu machen. Genau, und ihr seht, mein Umfeld hat sich ein bisschen verändert. Ich habe auch eine kleine, aber feine Stoffsammlung, zu der diese ganzen Sachen jetzt noch dazukommen werden. Aber ja, ich hatte jetzt einfach mal wieder Lust, ein Video zu machen und wollte euch einfach zeigen, was sich in dieser Tüte hier verbirgt und was ich alles Schönes in Amsterdam gefunden habe. Ich habe jetzt mal ein bisschen was gestapelt und zwar nach Stoffläden. Ich war nämlich insgesamt in dreien. Die Adressen schreibe ich euch dann nochmal unten in die Infobox. Und der erste Stoff, der mir aufgefallen ist, ist dieser coole Jersey Avocado Stoff hier mit coolem realistischen Avocado Print und einem rosanen Hintergrund. Und ich habe mir gedacht, daraus könnte man ziemlich cool so einen Zweiteiler nähen aus Crop Top und aus Minirock. Und ja, ich bin jetzt schon sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird, aber ich fand den Print einfach so cool, dass ich den Stoff mitnehmen musste. Ja, die weiteren Stoffe aus diesem Laden sind eher Möbelstoffe, aber das ist mir vollkommen egal. Die hatten einfach so einen coolen Print und die sind so leicht samtig, dass ich mir da drei Muster mitnehmen musste. Das eine ist so ein Palmmuster, das gibt es öfter, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, das ist so ein Stockfoto, was man einfach kaufen kann und dann damit machen kann, was man möchte. Aber ich finde das so cool und da das so samtig ist, habe ich richtig Lust, daraus einen Tonbeutel mit Reißverschlüssen zu machen. Ich glaube, dass es richtig cool aussieht und ich mag das auch, wenn die so eine samtige Oberfläche haben. Bei den Preisen bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil auf den Kassenbons manchmal auch nicht wirklich der Einzelpreis steht, sondern nur die gesamte Summe. Aber ich glaube, der hier war 20 Euro pro Meter und ich habe einen halben Meter mitgenommen. Ja, also 20 Euro pro Meter und dann halt für den halben Meter hier habe ich jetzt so 9 Euro bezahlt, glaube ich. Print Nummer 2 ist dieser hier mit so einem hellblauen Hintergrund. Aber auch der sieht so richtig schön exotisch aus mit Faunmuster und Storchmuster und keine Ahnung, was das hier für ein Vogel ist. Aber der ist einfach so schön und der ist auch richtig samtig. Also auch hieraus kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, so einen richtig schönen Beutel zu machen und aus den Stoffresten dann noch so kleine Kosmetiktäschchen. Und der letzte Stoff aus diesem Stoffladen ist auch so ein Möbelstoff, diesmal mit gelbem Hintergrund, aber auch richtig exotisch. Der sieht so aus, im Vordergrund ist dieser Gepard, was ist ein Gepard? Und auch wieder ein paar Vögel und Palmblätter. Ich liebe diesen Stil einfach total und kann mir vorstellen, dass es so mit goldenen Reißverschlüssen am Ende richtig, richtig cool aussehen wird. Also ich habe richtig Bock darauf, das zu vernähen. So, im zweiten Stoffladen habe ich die meisten Stoffe gefunden. Da gab es wirklich so schöne Stoffe, wirklich. Also das ist diese eine Straße, wo der Markt ist. Und auf dieser Straße gibt es einfach so alles. Also so wie in Berlin das Maybachufer. Es gibt Lebensmittel, dann ja Obst, Gemüse, Fisch, Soßen, Afro-Produkte, Klamotten, Souvenirartikel, also wirklich alles und eben auch Stoffe und Klamotten. Und ja, in diesem Laden habe ich einfach so viel gefunden. Der war, also der erste Stoffladen ist auf dieser Straße und der zweite Stoffladen ist auch auf dieser Straße. Aber da gibt es noch viele mehr, nur ich habe nicht in jedem was gefunden. Und ja, der hat mich einfach so begeistert, weil es da so viele ausgefallene Stoffe gab. Ich fange erstmal mit dem Baumwollstoff an. Das ist nämlich dieser hier und den fand ich total süß, weil der so ein Heißluftballonmuster hat. Und viele von meinen Freundinnen bekommen im Moment Babys und ich dachte, das schreit irgendwie danach, irgendwas für Babys oder Kinder zu nähen. Was genau es wird, weiß ich jetzt noch nicht, aber vielleicht sowas in Richtung Wickeltasche oder Windeltasche oder irgendwie sowas. Ja, genau. Auf jeden Fall ein richtig cooler Kinderprint. Und der hat pro Meter 8 Euro gekostet. Dieser schöne Stoff.
Die nächsten Stoffe sind sehr effektvoll. Und zwar sind das solche Glitzerstoffe hier. Und ich liebe Glitzer. Alle Leute, die mich kennen, die wissen, ich liebe Glitzer und Glimmer und Kupfer und alles, was glänzt oder scheint, am meisten. Und deshalb musste ich diesen Stoff einfach mitnehmen. Der hat einfach so ein cooles Muster changiert, so grün, lila, blau. War auch nicht so teuer, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwie 10 Euro pro Meter oder sowas. Aber ja, einfach richtig cool. Daraus könnte man was zum Anziehen machen. Allerdings habe ich so eine Festivaljacke schon in dem Look. Von daher wird es bestimmt eher was so auch in Richtung Tasche werden. Und der zweite Stoff ist, oder das zweite Material ist im ähnlichen Stil. Allerdings changiert der ein bisschen anders. Das ist so ein bisschen dieser Mistkäfer-Effekt. Der ist so grün-lila-blau. Also nicht so wie der, so krass lila-türkis, sondern der ist eher ein bisschen grünlicher. Aber ja, auch der ist sehr, sehr schön. Und ich glaube, egal was man daraus macht, es wird einfach cool aussehen. Der zweite Stoff ist ein Kunstleder und der hat einfach ein richtig cooles Muster und einen richtig coolen Effekt. Und zwar ist das auch so ein bisschen holo, glänzend, allerdings so gebrochen. Man kennt es so von Bastelfolie oder so selbstklebender Folie, dass die so aussieht. Aber hier ist es als Kunstleder verarbeitet und das fand ich richtig spannend. Ja, ich würde hieraus auch eine Tasche machen. Also ich könnte mir zwar auch vorstellen, daraus was zum Anziehen zu machen, allerdings ist das jetzt nicht so mein Ziel. Also vielleicht so ein Festival-Bustier oder sowas, das wäre vielleicht ganz cool. Aber ich mache daraus, glaube ich, lieber eine Tasche. Ich glaube, dass es auch ziemlich cool aussehen wird, hier mit diesem gebrochenen Muster. Die waren, glaube ich, ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, ob das 20 Euro pro Meter war oder 15. Irgendwie sowas in dem Dreh. Aber für den Effekt habe ich das trotzdem in Kauf genommen. Weil es gibt auch normale Stoffe oder Baumwollstoffe, die so 14 oder 20 Euro pro Meter kosten. Und da dachte ich mir, für diesen Effekt, okay, nehme ich das einfach mal mit, weil sowas habe ich sonst noch nie gesehen. Der nächste Stoff hat auch ein ähnliches Muster, nur eine andere Farbe. Also eigentlich das gleiche Muster, nur eine andere Farbe, und zwar Gold. Und auch das changiert so richtig schön holomäßig. Ja, auch das kenne ich so nur als Klebefolie und habe ich sonst noch nie hier irgendwo in Berlin gesehen. Von daher musste das auch auf jeden Fall mit und wird dann irgendwann ein Rucksack oder eine Kosmetiktasche oder beides. Genau. Auch die nächsten Stoffe sind sehr effektvoll und zwar sind das so ganz dünne Stoffe. Also wirklich nur so ein Hauch von nichts. Aber dafür sehr glitzerig und sehr glänzend. Also so richtig schön. Daraus kann man Wohnartikel machen. Also weiß ich nicht, so eine Gardine könnte man daraus machen oder so ein Baldachin oder was man, ich weiß nicht, wie dieses Ding heißt, was man manchmal um so einen Ring hat, was dann so fliegengitterartig runtergeht. Das könnte man auch daran machen, würde bestimmt auch ganz cool aussehen. Oder auch was fürs Festival. Ich habe letztes Mal sogar auf so einer Mode-Website gesehen, dass daraus eine Bluse gemacht wurde und das sah auch richtig toll aus. Also Festival-Fashion könnte ich mir vorstellen. So ein Rock daraus könnte ich mir vorstellen oder also eine Jacke könnte ich mir daraus vorstellen oder auch so ein Tüllrock in Anführungszeichen, also sowas, was so ein bisschen ausgestellter ist, so faschingsmäßig, festivalmäßig. Ja, aber ich möchte das auch mal als Beutel probieren, weil ich glaube, dass es auch ziemlich cool aussieht. Also ich werde da nicht nur eine Lage nehmen, sondern gleich zwei. Aber wenn man dann da Träger ran macht und diesen Tunnelzug, dann sieht das bestimmt auch richtig cool aus, wenn man so einen leicht durchsichtigen, aber sehr effektvollen Beutel hat. Ja, mal sehen, wie das wird. Das lässt sich auf jeden Fall nicht gut zusammenlegen. Die Stoffe waren auf jeden Fall sehr günstig. Ich glaube, 6 Euro pro Meter haben die gekostet. Deshalb habe ich mir auch noch andere Farben mitgenommen, nämlich einmal noch so einen Korallton, der auch so schön grün, rosa changiert. Auch daraus möchte ich gerne einen Beutel machen. Es gab auch noch blau und hellblau und lila, aber ich dachte so, okay, ich muss mir jetzt mal ein bisschen zusammenreißen. ich kann nicht alle Farben mitnehmen, aber hätte ich gern. Genau, von diesem Stück hat sie mir dann
tatsächlich noch ein Stück geschenkt, weil sie sich selber verschnitten hat. Aber ich habe noch die rosane Variante mitgenommen. Auch die changiert richtig schön. Grün wieder, grün, weiß, pink. Ja, und auch den finde ich super, super, super schön. Und der nächste Stoff ist auch wieder BAM. Ähnlich wie mein Pullover. Also wirklich so ein richtig krasser neon-orangener Stoff. Aber mit Samttextur. Und hieraus würde ich gerne, weil ich den Gedanken ziemlich cool finde, so ein Bustier nähen. Irgendwie so ein Festival-Top, so mit Reißverschlüssen oder so. Ich glaube, dass es richtig, richtig cool sein kann. Innen würde ich dann vielleicht noch so einen leichten Jersey-Stoff reinmachen, damit das Material nicht so, also es ist nicht unangenehm, aber es ist halt Synthetik. Deshalb mit Innenfutter. Aber ja, sonst kann man bestimmt auch so, naja, so ein bisschen stretchy, aber Taschen draus machen, wenn man das möchte. Irgendwie sowas, aber ich glaube, als Klamotte ist das schon ziemlich cool. Und das letzte Material aus diesem Laden ist das hier. Das ist eigentlich schon, ja, man kann es nicht mehr als Stoff bezeichnen. Das ist eine Folie, auch relativ dünn, aber fest, stabil. Und das changiert auch so richtig holomäßig. Ich glaube, das kommt in der Kamera jetzt gar nicht so krass rüber, wie es in echt ist. Also wirklich so ein richtiges Holomaterial. Ich bin gespannt, wie sich das nähen lässt. Ich probiere auch mal eine Tasche draus zu machen, weil Klamotten machen für mich hieraus jetzt keinen Sinn. Aber so als Tasche, als effektvolle Tasche ist es garantiert auch richtig, richtig cool. Also ich werde es auf jeden Fall probieren und mal sehen, was daraus wird. Mal sehen, wie gut sich das vernähen lässt. Preistechnisch waren das auch so 15 Euro pro Meter. Genau. Ja, insgesamt habe ich in diesem Laden so 65 Euro bezahlt. Ja, aber da ich das alles noch, also bis auf diese Stoffe hier, die habe ich glaube ich schon mal in Deutschland gesehen, aber den Rest so habe ich noch gar nicht so in Deutschland gesehen und deshalb habe ich gedacht, das ist mein Souvenir, nehme ich mit. Nun komme ich zum letzten Stoffladen. Das war der, der nicht auf dieser Marktstraße war. Wie gesagt, ich verlinke alles nochmal unten in die Infobox. Ich muss die Adresse nochmal raussuchen. Aber auch der war sehr, sehr schön. Also gab es so viele fancy Sachen. Da gab es reflektierenden Stoff. Dann gab es auch ganz tolle Holostoffe. Die haben aber 39 Euro pro Meter gekostet. Und dann dachte ich so, okay, das kann ich jetzt nicht bringen. Aber wenn ich nochmal da bin oder meine Schwester wohnt jetzt da, dann mal gucken, werde ich das vielleicht doch irgendwann mal kaufen, weil es jetzt auch sehr viele Klamotten in diesem Stil gibt, die alle ganz, ganz toll aussehen und sehr effektvoll sind. Und ja, mal sehen, ob ich irgendwann nochmal dazu komme, vielleicht daraus doch was zu nehmen. Aber ja, auf jeden Fall gab es in diesem Shop alles, aber alles so eben besondere Sachen. Und das mag ich eben gern, wenn es nicht nur diese Standard-Baumwollstoffe sind oder Standard-Jerseys, sondern da gab es wirklich Bänder, Borten, Perlen, Aufnäher, alles. Alles, was man sich wünscht, gab es da. Genau, und deshalb habe ich da auch ein bisschen was gekauft. Unter anderem habe ich diese Papiertüte hier bekommen. So, und es ist ja im Moment sehr, sehr im Trend, solche Gürtel zu haben aus solchen Bändern. Es gibt da so eine spezielle Marke, die ich selbst eigentlich gar nicht kenne, aber ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Und ich selbst habe auch schon Bauchtaschen damit oder mit solchen Bändern hier. Und das pimpt einfach jedes Outfit so super auf und gerade auch so auf Festivals, wo ich ja auch sehr, sehr gerne hingehe. Auf jeden Fall habe ich mir deshalb dieses Band hier gekauft. Das hat 4 Euro pro Meter gekostet. Genau, die haben alle 4 Euro pro Meter gekostet. Ich habe einmal schwarz-weiß genommen. Ich habe einmal neongrün und schwarz genommen. Dann habe ich orange und schwarz genommen. Also neonorange und schwarz. Rosa und schwarz. Dann gelb und schwarz. Rot und schwarz. Und auch nochmal dieses Muster hier, was auch sehr häufig zu sehen ist, aber ich habe eigentlich keinen Plan, was das überhaupt bedeuten soll. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Genau, also ich habe 7 von diesen Bändern gekauft
Und hier in Berlin dann diese Schnallen hier bei Stoff und Stil. Und daraus möchte ich dann einfach Gürtel machen. Und ich habe eben so viele Farben genommen, weil so viele schöne da waren. Nee, Quatsch, es gab noch viel, viel mehr. Aber weil ich dann zu jedem Outfit sozusagen den passenden Gürtel tragen haben möchte und die dann einfach hier rannähen kann. Genau, und das ist super easy gemacht und dann hat man einfach so einen effektvollen Gürtel, der noch nicht mal teuer war. Also diese Schnalle hier kostet, ich glaube 1,75 und dieses Band hat wie gesagt 4 Euro gekostet. Und er sieht cool aus, super, super, super cool. Dann gab es in diesem Shop, wie gesagt, auch noch alle möglichen Aufnäher, Anhänger, Ringe, alles. Also auch so Metallwaren und sowas. Und da habe ich mir diese kupferfarbenen Ringe hier mitgenommen, diese beiden. Also es gab noch mehr, es gab die auch in Gold und in Silber. Aber ich liebe ja dieses Roségold so sehr. Und das kann man eben auch für Klamotten benutzen. Also wenn man sich so einen Träger macht und das dann da so, den Träger da so durchmacht oder so. Oder eben auch für Accessoires, könnte man es auch nehmen. Aber ja, ich habe die einfach mitgenommen. Hier zeige ich sie euch nochmal im Nahen. Das sind diese roségoldenen Ringe hier. Und das hier muss ich euch jetzt auch nochmal im Nahen zeigen. Und zwar sind das so kleine Goldplättchen, die gab es in unterschiedlichen Formen. Von den dreieckigen habe ich 3 mitgenommen, die haben 50 Cent pro Stück gekostet. Die sehen jetzt gerade nicht so cool aus, weil hier noch eine Folie drauf ist, aber ohne Folie sehen die halt so aus. Also so kleine goldene verspiegelte Dinger gab es auch in unterschiedlichen Farben, also Gold, Silber, so Standardsachen. Und davon habe ich dann eben noch so ein rundes mitgenommen. Ja, und dann gab es in diesem Laden, wie gesagt, ja auch noch Stoffe. Und zwar zum Beispiel sowas hier. Das ist auch so ein, ist das ein Kunstleder? Ich kann es echt nicht sagen, weil es ist innen so fließig und außen eben so richtig, richtig shiny, rosé. Nee, das ist nicht mehr Roségold, das ist wirklich pink, so metallic pink. Ja, also ein richtig tolles Material. Sowas habe ich auch noch nie in Deutschland gesehen. Wenn es sowas in Deutschland irgendwo gibt, schreibt mir wo. Aber ich muss erstmal probieren, das hier zu nähen. Ich bin gespannt, ob meine Nähmaschine das packt und vor allem, wie das mit der Oberflächenverarbeitung ist. Also ob das Füßchen da kleben bleibt oder so. Ich bin wirklich gespannt. Ansonsten kann man sowas bestimmt auch sehr gut klammern oder kleben vielleicht. Ja. Das wird auf jeden Fall irgendeine Tasche, garantiert, und mal sehen, wie ich die dann verarbeite. Ja, aber das Material war einfach so, so cool. Ich glaube, der Meter hat da auch so 20 Euro gekostet, weshalb ich dann eben nur einen halben Meter genommen habe. Aber ja, auch das muss man ja erstmal verarbeiten. Aber es ist so ein cooles Material, wirklich so außergewöhnlich. Dann habe ich mir noch ein Kunstleder mitgenommen, mit so einem Kupfer-Metallic oder ja, Metallic Look, ja, aber es ist eben matt, mattes Kupfer. Ich hatte schon mal einen Beutel aus diesem Stoff. Der Beutel ist, also hat sehr lange gehalten und ist auch sehr alt geworden, aber irgendwann hat das Material dann eben doch nachgegeben und deshalb habe ich jetzt ja, mir nochmal Nachschub geholt, weil es dieses Material jetzt auch nicht mehr so easy gibt. Aber ich sehe gerade, hier habe ich nämlich mal einen Beutel für meine Schwester gemacht. Das ist so ein ähnliches Material. Also es ist auf jeden Fall die gleiche Machart, nur ein bisschen eine andere Farbe. Genau, aber so ein Beutel hier hatte ich auch mal für mich gemacht in dieser Farbe. Und deshalb habe ich das jetzt einfach nochmal mitgenommen. Preistechnisch waren es, glaube ich, auch so 10 Euro pro Meter. Und ja, einfach ein super cooles, leichtes, schönes, flatteriges Kunstleder, aus dem man tatsächlich auch was zum Anziehen machen könnte. Also ein Rock oder sowas würde daraus auf jeden Fall auch funktionieren. Ja. Und der letzte Stoff ist auch absolute Liebe. Der ist so süß und der war auch nicht so teuer, glaube ich. So 7 Euro pro Meter oder irgendwie sowas. Und zwar hat er so kleine Ananas drauf. Und ich fand den einfach so, so, so süß. Auch diese Kontrast
von Schwarz-Weiß und Pink. Einfach so, so schön. Und auch daraus könnte ich mir vorstellen, was Kindermäßiges zu machen. Ach so, wartet mal, hier steht sogar eine Marke drauf. Falls ihr den irgendwo anders nachkaufen wollt. Design for You by Poppy. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gehört. Also, das ist die Marke. Genau. Ich könnte mir vorstellen, daraus irgendwas Kindermäßiges zu machen. Auch sowas wie eine Windeltasche oder so. Irgendwie sowas in dem Stil. Ja, ich fand den so schön. Und deshalb wollte ich den unbedingt haben. Genau. Also diesen Stoff würdet ihr dann auch eventuell in diesem Stoffladen finden. Genau, das war mein feiner Stoffhaul. So klein war er, glaube ich, nicht, aber es waren einfach so viele schöne Stoffe. Und ich freue mich richtig darauf, daraus was zu nähen. Und das werde ich euch dann bestimmt auch auf Instagram zeigen. Instagram verlinke ich euch dann auch nochmal in der Infobox, falls ihr mir da folgen möchtet und immer gucken möchtet, was ich so treibe. Genau, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich weiß, es kam lange nichts von mir. Ich bemühe mich aber, das öfter zu machen, weil es mir eigentlich auch echt Spaß macht. Aber ja, die letzte Zeit war so ein bisschen anstrengend, Umstellung in meinem Leben und so zeittechnisch ist es halt auch nicht immer drin, weil Videos machen, es sei denn, es ist so ein Video wie jetzt, aber es ist eben ein sehr großer Aufwand, gerade wenn man so Tutorials macht. Genau, also nur weil das manche von euch wissen wollten, warum da so lange nichts kam oder nicht kommt oder so. Genau, es ist größtenteils der Zeit geschuldet. Ja. Aber ich möchte das gern öfter machen, ich bemühe mich und ich schaue einfach, wie ich das hinbekomme. Genau, aber ihr wisst ja, wo ihr mich findet, ihr findet mich hier. Und ich freue mich immer über euer Feedback, über Kommentare. Falls ihr Fragen habt, dann fragt gern. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns ganz bald wieder. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!